Hi, ich bin Junta, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge habe ich beendet, direkt nach dem Kecleon-Markt, bevor das Team Blauwalkot, ja, der Name ist so bleibt toll, sich die erste Mission der Ganoven-Jagd raussuchen sollte, sind erst zum Kecleon-Markt gegangen. Und dort haben sie gerade ein Azuril und ein Azumarill, wenn ich gerade nicht blöd bin. Oder Azuril und Merrill oder was auch immer. Auf jeden Fall haben sie die zwei getroffen, die beiden ersten Entwicklungsstufen, nicht die dritte. Ja, und als das kleinere von den beiden, Azumarill hoffe ich, einen Apfel fallen lassen hat und Schmünter ihn wieder aufgehoben hat, hat er irgendwie einen komischen Tagtraum gehabt, in dem jemand nach Hilfe gerufen hat. Na dann? Was ist mit dir, Schmünter? Ob ich vorhin einen Hilfeschrei gehört habe? Nein, ich habe niemanden schreien gehört. Hey, Bruder Kecleon, ihr seid Keks. Ich meine, habt ihr vorhin irgendwas Seltsames gehört? Warte. Perfekt. Ich habe jetzt einfach, gerade weil mir langweilig war, von so einem alten Mikrofon, das ich habe, den Schaumstoff abgenommen und den jetzt über mein Headset-Mikrofon gestülpt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich die gesprochen habe. Die letzte Aufnahme ist inzwischen schon fast eine Woche her. Ich habe auch nichts Waffeliges gehört. Bruder Kecleon haben anscheinend auch nichts dergleichen gehört. Du musst dir eingebildet haben, Schmünter. Nee, ich bin mir sicher, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Aber ich bin trotzdem happy. Ich habe es ganz sicher gehört, dieser Schrei, den ich gehört habe. Hilfe! Es gibt keinen Zweifel, der kam von Azuril war's. Kacke. Hallo, träumst du etwa? Lass uns gehen. Yay, falscher Knopf. Yay, neue Folge und los geht's weiter. Oh, was ist denn da los? Yay, danke. Ja, bitte, nicht der Rede wert. Was ist denn hier los? Oh, hallo. Vor einiger Zeit haben wir ein Item verloren, das uns sehr wichtig ist. Wir haben schon überall gesucht. Aber wir haben es noch nicht gefunden. Dann kam Herr Traumato. Er sagt, er hat unser verlorenes Item wahrscheinlich irgendwo gesehen. Er hat sogar angeboten, uns bei der Suche zu helfen. Wir sind ja so froh darüber. Cool, freut mich für euch. Vielen Dank, Herr Traumato. Aber bitte, ich muss den Herz aus Steinhammer an Kindern nicht zu helfen. Da kann ich einfach nicht wegsehen. Lass uns aufbrechen und mit der Suche beginnen. Ja! Yay! Leck zum Sieg! Hobla, sorry. Und wieder dieselbe Situation wie am Ende der letzten Folge. Was ist das? Der Traumato ist ein nettes Pokémon, ne? Bin beeindruckt. Jetzt, wo es immer mehr böse Pokémon gibt, findet man gute Taten nur noch selten. Ach, schon wieder. Noch ein Schwindelanfall. Weniger Alkohol wäre doch mal ganz sinnvoll. Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Hilfe! Was war das? Es wäre schön, wenn die Kleinen die Alte bald finden würden. Was ist denn los, Schmünzer? Du siehst aber finster drein. Was willst du mir sagen? Was? Du hattest einen Schwindelanfall. Und dann hast du gesehen, wie Azuril von Traumato bedroht wurde? Du willst dich also sofort auf den Weg machen, Azuril zu retten? Du legst jetzt erstmal den Alkohol weg. Und die Drogen am besten auch. Es ist ein Notfall. Nun, es hört sich ja wirklich nach einem Notfall an, aber... Nicht, dass ich dir nicht trauen würde, Schmünter. Aber unter den Stoffen, auf denen du gerade stehst, weiß ich nicht, ob du ganz zurechnungsfähig bist.
Deswegen kann ich das auch eher schwer glauben. Schließlich sah Traumato ja auch sehr freundlich aus, oder nicht? Nein? Egal, ich hab die drei vorhin weggehen sehen. Sah so aus, als würden sie sich gut verstehen, oder? Sie kennen sich ja auch immerhin schon ganze 5 Minuten. Du bist wahrscheinlich nur müde, Schmünzer. Ja, das sagen wir den anderen, wenn sie danach fragen. Du hast keine verbotenen Stoffe konsumiert, Schmünzer, verstanden? Vielleicht hattest du deswegen auch den schlimmen Tagtraum. War es wirklich das, nur ein Tagtraum? Wenn ich drüber nachdenke, so Traumato kam mir wirklich nicht wie ein bösartiges Pokémon vor. Wir sind sowieso nur Lehrlinge, wir können nicht einfach tun, was wir wollen. Natürlich ist diese Sache beunruhigend, aber bisschen mehr Abstand zum Alkohol. Und das wird schon. Wir müssen uns jetzt erstmal auf unsere Arbeit in der Gilde konzentrieren. Bereiten wir uns auf die Erkundungstour vor. Dann sollten wir zu Bidiza gehen. Bidiza müsste in der unteren Gegend 1 auf uns warten. Lass uns gehen, Schmünzer. Erstmal. Wir kommen jetzt wirklich Dank. Was kann ich für euch tun? Nimm mein Geld. Hat mein Geld genommen. Hast du irgendwas zu sagen? Welcher Knopf war das? Kage. Mann, letzte Folge wusste ich das noch. Ah ja. Wir müssen unseren Gildenpflicht nachkommen. Lass uns mit Bidiza sprechen, sobald wir fertig für das Abenteuer sind. Weh ist es. Weh wie Wurstwassersoßen, Salat, Wurst, Braten. An was für ein anderes Wort sollte man sonst denken? Hui, hui, hui. Ich glaube, ich bin soweit. Ja, sei bereit für die Ganoven-Jagd. Oh ja, jawohl, ja, ich werde sein jetzt bereit. Dann such mal einen Ganoven für euch aus. Tja, also. Ich hab die Wahl zwischen all diesen erbärmlichen Typen. Ach, tut mir leid, das waren eure Passfotos und nicht die Ganoven. Ups! Mal sehen, welchen sollen wir uns aussuchen? Wie wär's, wenn ich's als euer Mentor aussuche? Nimm keinen zu gruseligen. Aber ja, verstanden. Mal sehen. Alarm! Alarm! Zurücktreten! Infobrett-Aktualisierung! Zurücktreten! Bitte was? Was passiert jetzt? Oh, die Daten werden aktualisiert. Und warum gibt's da ein Erdbeben bei? Hast du das gesehen? Das Brett hat sich umgedreht. Was passiert denn da? Die Job und die erhobenen Verbrenner sind auf drehbaren Planen angebracht. Das Brett wird auf die andere Seite gedreht. Dann tauscht ein Pokémons namens. Pokémons? Aha. Ein Pokémon namens Dickdri die alten Jobs gegen neue aus. Dickdri. Ah, da ist wieder das tolle Team Schmacker. Die Aktualisierung der Daten ist die Aufgabe von Dickdri. Er gräbt sich zur Gilde hindurch. Kopflos! Dann dreht er das Brett um und aktualisiert die Daten. Kopflos! So eine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber die ist sehr wichtig. Jawohl, ja. Da ist Dickdri auch mächtig stolz auf seine Aufgabe. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig! Zurückgetreten! Zurücktreten! Oh, er scheint fertig zu sein. Wie kommst du denn darauf? Wenn er von hinter der Wand brüllt, ich bin fertig, dann wüsste ich nicht, wie du darauf kommst, dass er fertig ist. Da wäre ich, die Daten sind aktualisiert. Die Genomliste ist jetzt auf dem neuesten Stand, also such mal aus. Ah,
Alter, das hat sich gerade übel dumm angehört. Ich habe gerade auch so toll rumgezittert mit dem Kopf. Ich weiß nicht warum. Das hat sich übel komisch angehört wegen meinem Headset. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch was in der Aufnahme hört. Was ist denn los? Warum zitterst du denn plötzlich? Ich dachte, Schmünter nimmt dir die Drogen. Sag mal, oder hast du Schmünter nur gesagt, er soll die Finger vom Alkohol lassen, damit du ihn trinken kannst? Ey, Mann, ey, ist doch gar nicht geil hier. Ey, sieh das mal an, Schmünter. Ganz oben, auf der linken Seite. Alter, geil. Erst war YouTube offen wegen mir, immer wenn ich aufnehme, ich weiß selber nicht warum. Und jetzt hat sich YouTube einfach geschlossen und mein Desktop ist offen. Das ist Traumato. Er ist ein gesuchter Verbrecher. Wissenloser Zulu ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Bitte was? Wohin rennt ihr hin? Wohin rennt ihr hin? Aha. Guck mal, da ist Meryl. Meryl, was denn los? Wo sind Azur und Traumato? Ja, jetzt geht's ja mal zu. Nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen nach unserem verlorenen Item gesucht. Aber plötzlich war er allein und der Traumato ist mit Azur verschwunden. Ich rief und rief, aber sie sind weggeblieben. Dann habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? 12! Hast du die Himmelsrichtung gelernt? Nee! Ja, und wie willst du uns dann helfen? Ja, keine Ahnung! Toller Dialog mal wieder. Selfmade. Ich meine da lang. Osten. Glaubst du, Traumato und Azur sind in diese Richtung gegangen? Nee. Oh, Schmünter, als du Traumato und Azur in deinem Traum gesehen hast, du meinst, sie wären in einer Felsengegend, oder? Ich habe das Gefühl, sie sind in diese Richtung gegangen. Nee! Sie sind abgebogen, weil hier so viel Platz ist. Dann mal los, Schmünzer. So, mal savens. Ich weiß nämlich, dass der Dungeon nicht ohne ist, der Stachelberg. Da liegt Geld. Das nimmst du mit, Schmünzer. Danke. Jetzt beginnt's gleich richtig. Es beginnt richtig toll. Elektro-Pokémon. Also, ich bin ein Elektro-Pokémon. Hier mach du mal. Kann sein, dass wir keine gescheiten Attacken haben. Ich weiß ja nicht, wie ich da drauf komme. Ja, der Knopf war's. Jetzt müsste ich halt auch endlich mal wissen, welcher Knopf das Fixierte ist. Ich hau dir in die Fresse! Okay, wir hauen dir in die Fresse. Wow, ich hab's geschafft, schräg zu laufen. Ich glaube, da ist mein Finger ausgerutscht. Das ist gerade mein Ernst. Ich muss auf jeden Fall noch hier drauf klarkommen. Vor allem habe ich halt auch nicht gesehen, wie viele Leben Fragezeichen mehr noch hatte. Warte, kann ich das unter anderes Fenster? Nee, das ändert den Rahmentyp. Das hilft mir nichts. Das wollte ich auch nicht. Nein, nein, hier, wenn dann. Touchscreen nur Menü aus, oder? Ah, nee. Statistik. Ja, Statistik. Wow. Jetzt muss ich mal kurz.
sehe immer noch die Leben von Fragezeichen Man nicht. Dieser Kackscreen ist zu groß. Ach, vergiss es. Bevor ich hier noch mehr Probleme habe, ich muss mir merken, dass ich bei 15 Minuten meinen Skype-Bildschirm rausschneiden muss. Ja! Digga, ich bin eigentlich inzwischen ein Veteran in dieser Spielserie. Und trotzdem sieht es so aus, als würde mich dieser Dungeon einfach zerstören. Und das mit 2 Stundenkilometern. Och Mann, da hinten kommt das nächste Kacki. Das lasse ich mal Fragezeichen Man probieren. Sehr gut. Komm das Ding auf. Du schaffst das, yay. Leute. Kein Risiko. Das Geld ist nicht so wichtig. Oh, Kacke. Wenn ich es jetzt schaffe. Boah, ich bin ein Pro. Ich bin ein Pro in dem Spiel. Ja, Level 8. Kapitel, alles steigt. Also Schaden tut mir so ein Level auf jeden Fall nicht. Schelle ins Maul. Ich sagte Schelle ins Maul. Arsch. Der Fragezeichen Männer hält auch ein Level. Jetzt bin ich toller. Oh Kacke, der hat ja richtig Low HP. Ich meine, dass er low ist, wusste ich schon, aber... Das ist einer der Sprüche, die ich am häufigsten bringe. Und den fast nie jemand versteht. Mach halt noch mehr Schaden! Ich mach lieber nochmal ein Savey. Und wem die Save States nicht passen, da hinten ist die Tür. Wer sich jetzt meine Facecam vorstellt, weiß, dass hinter mir eine Tür ist und schon ergibt die Aussage Sinn. Was würd's bringen, wenn ich beim Sterben den Dungeon einfach nochmal neu mache? Außer, dass es nervt. Da müsste ich auch mehr schneiden. Wäre einfach... Es hätte keine Vorteile. Außer, dass es eben so wie... Wenn ich das Spiel im Original gespielt hätte, wäre es nicht anders gewesen. Da kann man auch voll selten saven, gefühlt. Das finde ich echt nicht so cool. Vor allem, wenn man mal in so einen langen Dungeon kommt. Okay, in den Dungeon saven ging noch... Oh. Hier. Bodentausch. Wie man sortiert, habe ich auch keine Ahnung. Ich hätte Items ablagern. Ich hätte auf jeden Fall Items lagern sollen. Dann würde ich sagen, mache ich so. Boden, Apfel, Essen, Schmünzer. Das hier kann ich trotzdem aufnehmen. Ich habe schon Kleinkiesel. Die kann man werfen. In Team Rot und Blau waren die tatsächlich ziemlich stark. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie weit dieser Dungeon... Och Gott! Was kommen denn jetzt? Für Viecher. Ich
Okay, eine Runde haben wir Zeit, in der wir uns beide einfach um das Glück kümmern können. Schön, dass ich erstmal verfehle. Es ist, denke ich, sinnvoller, wenn ich das Ding angreife, weil das andere, das kann Lord Egg auch angreifen. Digga, es ist nicht Lord Egg. Es ist Fragezeichen, man. Grüße ihn raus, du bist ab sofort Lord Egg. Taubsamen an sich ein cooles Item. Ich bin wieder im Mystery Dungeon Tryhard Modus, Leute. Ich bin im Mystery Dungeon Tryhard Modus. Das heißt, ich tryharde. Und das in Pokémon Mystery Dungeon. Oh, ein Grüngummi. Ja, gesagt Floragummi. Das ist sehr gut. Für Fragezeichen, man. IQ steigt merklich. Wie die Merkel. Mann, war das lustig. Gott, ich kann mir gar nicht erklären, warum das so lustig war. Scheiß Ruckzucki! Genau so. Oh, Kacke, von unten kommt schon wieder das nächste Mal. Komm, wir müssen versuchen, das Ding da loszuwerden. Danke! Bevor das Ding hier ist, damit wir jetzt... Okay. Also man muss mal reinkommen wieder ins Gameplay. Dann geht's eigentlich. Der Gummi bringt nichts Besonderes, aber bevor ich ihn einfach lasse, hier schmuntern immer. Da mach ich. Noch mal kurz saven. Wäre nämlich ziemlich kacke, wenn ich jetzt sterben würde. Hier ist die Treppe. Nächste Ebene. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit ich muss. Ja, okay. Nach unten drehen. Fake it! Fake it! In die Fresse! Nochmal in die Fresse! Richtig in die Fresse! Oh. Ich habe das Schräggehen studiert. Ah ja, hier ist auch jetzt die Treppe. Und Schmünter erreicht Level 9 und erlernt Ladevorgang. Schön! Das verstärkt in der nächsten Runde Elektroattacken. Jetzt bräuchte ich nur erstmal welche. Absorber hingegen? Absorber hingegen kann man nicht sagen. Ich meine, vor allem später im Spiel ist die Attacke jetzt natürlich nicht mehr sinnvoll, den anzulassen. Ich mein, Scheiß Weberak. E7. Ich würde sagen, dass dann langsam Zeit ist, diesen Part auch mal zu beenden. Ich mag die Folgenlänge ja eher gegen 20 Minuten, bin sogar schon drüber für heute. Die muss mit, die muss mit. Ja, deswegen würde ich mich jetzt mal langsam verabschieden. Die Ebene spiele ich noch fertig, aber dann... ja, wenn es euch gefallen hat und ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann schaltet. Das ergibt keinen Sinn. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder ein. Ja, wer hätten das gedacht?
Wenn ihr nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst doch mal ein Abo auf dem Kanal da. Ich versuche im Moment dieses Jahr die 100 Folgen zu bekommen und da hätte ich auf jeden Fall nichts gegen Hilfe. Warum mache ich eigentlich, wenn da Gegner zwei Felder vor mir ist in letzter Zeit die ganze 52? Hallo? Ich wollte gerade fragen, kommst du auch noch mal nach? Und hallo? Achso, der hat noch gesenkte Inhalt. Und dieser Vogel stinkt. So, jetzt kommt der Geniestreich zum Ende des Parts. Jo, war das krass. Und jetzt kommt der krasseste Cut auf dem Boot. Was hab ich da? Den Spruch habe ich selber noch nie gehört. Und in die Fresse. Ja, nach der Ebene muss ich... Ah. Dann war es das mit der heutigen Folge von Pokémon Strange Lankonus 0. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und... Ciao. Komische Geräusche.